Es geht um künstliche Intelligenz. Ich habe, wie Carsten schon sagt, den Lehrstuhl für Bildverarbeitung und künstliche Intelligenz. Ich will hier nicht allzu viel darauf eingehen, wie man jetzt Intelligenz genau definiert eigentlich und was genau sich dahinter verbirgt. Ich glaube, das wird aber im Laufe des Vortrags ein bisschen klarer. Insbesondere ist der Begriff Intelligenz, glaube ich, ein etwas fließender, dessen Definition sich über die Zeit auch gewandelt hat. Das werden wir auch im Vortrag ein bisschen sehen. Ja, wo spielen Themen wie Bildverarbeitung und künstliche Intelligenz eine Rolle? Ein ganz zentrales Thema, an dem wir seit einigen Jahren arbeiten, ist das Thema der Fahrerassistenz. Hier sehen Sie so ein Beispiel, ich hoffe, Sie können das sehen. Sie fahren die Straße runter, da sind Kameras heutzutage in den Autos installiert. Damals, als wir anfingen, vor über 10 Jahren, Sie sehen schon mit welcher Firma, mit Daimler, da war nur eine Kamera im Auto und ich habe immer wieder gesagt, kann man nicht eine zweite Kamera reinbauen? Da hieß es, nee, das ist zu teuer, weil eine Kamera kostet ja ungefähr 10 Euro, das Auto kostet ungefähr 50.000 Euro. Irgendwie war das 10 Euro zu viel. Die, genau, ja. Und der Punkt ist so ein bisschen, damals hat man ganz offensichtlich noch nicht, oh, jetzt ist hier ein Licht angegangen. Genau. Ich hoffe, Sie sehen immer noch die Folien. Genau. Ja, was man daran erkennt, ist eben, dass der Sinn von Kameras vor 10 Jahren auch im Management bei Daimler noch nicht so richtig klar war. Was mich ein bisschen überrascht hat, weil ich bin selber seit ungefähr 20 Jahren in dem Bereich tätig und für mich ist vom ersten Tag an offensichtlich, was die Möglichkeiten und Chancen dieser kamerabasierten Erfassung der Welt sind. Und das ist auch ein bisschen das Thema, was mich vorantreibt und was ich Ihnen heute auch ein bisschen vermitteln will. Was man nämlich machen kann, ist, wenn man zum Beispiel 2 Kameras hat, wir haben irgendwann 2 Kameras gekriegt, nicht etwa, weil ich jetzt da insistiert habe, nein, nein, sondern weil eines Tages Toyota mit 2 Kameras rauskam und dann musste also bei Daimler sofort auch eine 2. Kamera her. Und mit 2 Kameras kann man dann die Welt rekonstruieren in 3D und auch die Bewegung der Strukturen erfassen, so wie Sie es hier sehen. Man kann erkennen, dass da Objekte sind. Man kann hier farbkodiert sehen, dass ein Objekt bewegt sich, das andere nicht. Und Bewegung heißt wirklich also auch Informationen, wo sich die Strukturen hinbewegen. Und solche Bewegungsinformation ist zentral wichtig, um Voraussagen zu machen. Und das können Sie sich vorstellen, wenn es darum geht, Hindernisse zu erkennen, Unfälle zu vermeiden. Genau wie wenn Sie im Straßenverkehr fahren als Autofahrer, je weiter Sie die Zukunft vorhersagen können, was passiert als nächstes, desto sicherer können Sie fahren. Desto eher können Sie Gefahren vorhersehen und sagen, mit dieser Geschwindigkeit wird dieser Fußgänger in den nächsten 3 Sekunden in meinem Fahrkorridor sein. Also muss ich ein Bremsmanöver einleiten und so weiter. Und dann ist egal, typischerweise damals lief das unter dem Schlagwort Fahrerassistenz, heute liest man sehr viel mehr auch über das Thema selbstfahrende Autos. Und das ist auch ein Thema, an dem wir sehr viel forschen, werde ich auch später noch mehr darauf eingehen. Wir, das ist der Lehrstuhl für Bildverarbeitung und künstliche Intelligenz an der TU München, wir sitzen in der Informatik, sind aber eng verbandelt auch mit der Mathematik im selben Gebäude. Das heißt, auch unsere Mitarbeiter rekrutieren wir aus der Mathe, aus der Informatik, aus der Physik, aus der E-Technik, aus sehr vielen verschiedenen Wissenschaftsbereichen. Was für uns wichtig ist, ist in der Tat dieser interdisziplinäre Hintergrund. Leute zusammenzubringen mit unterschiedlicher Expertise. Leute, die eine Kamera installieren können, Leute aber auch, die sehr mathematische Algorithmen beherrschen, um sozusagen die Daten aus der Kamera zu bearbeiten. Und mit so vielen Leuten, das sind um die 25 Doktoranden aktuell und mehrere Postdocs, arbeiten wir zwangsläufig an vielen verschiedenen Themen und es ist ein bisschen schwer, jetzt das alles zu gruppieren. Ich verliere selber manchmal den Überblick, an welchen Themen wir arbeiten. Oftmals kommen Leute und sagen, sag mal, hast du schon zu dem Thema was gemacht? Dann sage ich oft, nee, und dann fällt mir ein, ach doch, Moment, da war doch was. Also es ist einfach eine große Gruppe mit vielen Aktivitäten. Das sind so ein paar exemplarische. Wir arbeiten an autonomen Robotern, insbesondere zum Beispiel fliegenden Robotern.
Verfahren. Wir arbeiten an mehr mathematischen Optimierungsfragen. Das ist eigentlich mein eigener Hintergrund methodisch. Optimierung hier noch speziell, konvexe, nicht konvexe Optimierung. Ein Thema, an dem wir auch viel arbeiten, sind Maschinenlernverfahren und insbesondere sogenannte neuronale Netze. Ich bin sicher, manche von Ihnen haben davon gehört. Heute werde ich auch ein bisschen darauf zu sprechen kommen. Und ein Thema, an dem wir sehr viel arbeiten, ist die Rekonstruktion der dreidimensionalen Welt aus Bildern. Auch ein Thema, über das ich heute ein bisschen mehr erzählen möchte. Hier also so ein Beispiel, einfach nur aus der Forschung. Künstliche Intelligenz ist sehr eng verbandelt mit dem Thema Machine Learning. Was genau der Unterschied ist, möchte ich, wie gesagt, ich möchte heute nicht zu viel über Terminologien jetzt diskutieren, weil da kann man auch Zeit verlieren. Was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Vielleicht aber doch ein bisschen ein paar Worte dazu. Zum Beispiel, traditionell hat man Intelligenz verbunden mit so Sachen wie Schachspielen, nicht? Und jemand, der intelligent ist, würde man sagen, ist jemand, der gut Schach spielen kann, hätte man früher gesagt, ist ein Zeichen von Intelligenz. Ob das heute noch gilt, kann man sich fragen. Was ist nämlich passiert? Man hat versucht, also solche Fähigkeiten von intelligentem Handeln oder Denken oder so irgendwie maschinell zu reproduzieren. Und das ist eben dieses Thema künstliche Intelligenz. Es gibt sehr frühe Versuche. Das ist eine ganz interessante Arbeit von Wolfgang von Kempelen, ein System, was er konzipiert hat und was er Schachtürke genannt hat. Zumindest ist das unter dem Begriff bekannt geworden. 1770 schon, das ist ein Apparat. Sie sehen das hier ein bisschen in dieser Lithografie. Da ist drin ein kleines Männlein, ein kleiner Mensch, also möglichst nicht zu groß, der hat sich da drin versteckt. Nach außen hin ist das aber zu, mit dem Effekt, dass die Außenstehenden sozusagen suggeriert kriegen, dass das eine Maschine ist, kein Mensch. Damals waren die Maschinen, können Sie sich denken, noch nicht so leistungsfähig, dass sie wirklich Schach spielen konnten, aber der Erfinder hat sozusagen suggerieren wollen, hier ist ein Gerät, das kann Schach spielen, eine Maschine. Und dann hat man verschiedene Türen gehabt und die hat man so nacheinander geöffnet, dass der Mensch, der da drin war, jedes Mal sich gerade woanders versteckt hatte, mit dem Effekt, dass die Zuschauer in der Tat, viele über lange Jahre wohl der Meinung waren, dass da kein Mensch drin ist und dass das ein Gerät ist. Damit ist das Verfahren berühmt geworden. Daher stammt übrigens auch der Begriff getürkt. Das kommt von diesem Apparat, weil nämlich eben doch ein Mensch drin war und keine Maschine. Und der hat sozusagen die Schachzüge gemacht, typischerweise ein sehr guter Schachspieler. Und auch Leute wie Napoleon und so sind gegen diese Maschine angetreten und haben chronisch verloren. Ja, ja. Und das waren also die Anfänge, da war es noch keine wirkliche Maschine, sondern nur suggeriert, aber Sie sehen schon, der Traum war, irgendwann mal ein Gerät zu haben, was das kann. Und Sie wissen sicherlich, das ist schon in den 50er Jahren hat man angefangen, wirkliche Schachcomputer zu entwickeln, Maschinen, die Schach spielen können. Und eine sozusagen der Highlights in einer langen, jahrzehntelangen Geschichte ist ein System von IBM, Deep Blue hieß das, 96. Und dieses Verfahren hat dann die Weltmeister im Schach geschlagen. Das hat viele Jahre und Jahrzehnte gedauert, bis es soweit war. Ich muss aber sagen, ich habe angefangen mit Computern noch als Schüler. Der Commodore 64 war so ein Heimcomputer, den ich bin so die erste Generation, die da voll erwischt wurde von dem Gerät. Hat mich auch bis heute sehr geprägt, diese Zeit, schon mit 14 zu sehen, was Maschinen können. Und das war aus heutiger Sicht ein sehr einfacher Computer. Aber ich erinnere noch, da hatte ich irgendein Schachprogramm, ich weiß nicht, welches es war, das hat immer gewonnen. Es hat immer gewonnen. Ich bin jetzt auch kein Schachgroßmeister insofern. Aber schon in den 80er Jahren habe ich gesehen, zumindest so mittelmäßige Spieler konnten von Maschinen geschlagen. Es hat dann aber bis Ende der 90er oder Mitte der 90er gedauert, dass auch wirklich die Weltmeister im Schach von Maschinen geschlagen werden. Aus heutiger Sicht kann man sagen, ist das nicht wirklich verwunderlich. Für mich war es nie sonderlich verwunderlich, weil ich auch als Teenager schon das erlebt habe, wie man von einer Maschine geschlagen wird. Woran liegt es? Zum Beispiel hier, dieses System hat 96 pro Sekunde 126 Millionen Stellungen evaluieren können. Das heißt, man kann einfach gucken, was würde passieren, wenn ich die Figur dahin ziehe, die Figur. Es wird einfach alles
naiv durchgerechnet. Das ist ein bisschen vereinfacht. Man hat auch damals schon Heuristiken angewendet, um zu entscheiden, welche Schritte sind völlig blöd, die braucht man gar nicht weiter zu verfolgen. Aber Sie können sich vorstellen, das Schachspielen kann man so als einen Entscheidungsbaum aufziehen. In jedem Punkt habe ich mehrere Möglichkeiten. Wenn ich die mache, habe ich von da wieder, hat der Gegenspieler mehrere Möglichkeiten. Und man guckt halt, über wie viele Schritte kann ich in die Zukunft vorhersagen, was wären denkbare Züge. Und dann muss ich immer gucken, dass der für mich blödste Zug die möglichst beste Situation noch bringt. Und die entsprechenden Züge so machen. Und das heißt, das Schachspiel ist in großem Stil berechenbar. Und rechnen können Maschinen. Mit dem Effekt, dass in der Folge dann plötzlich, zumindest habe ich es oft so wahrgenommen, in der Öffentlichkeit so ein bisschen die Meinung aufkam, dass Schachspielen doch nicht wirklich was mit Intelligenz zu tun hat. Wenn es eine Maschine kann, dann kann es nicht so intelligent sein. Mit dem Effekt, dass der Begriff Intelligenz, zumindest so wie ich ihn in der Öffentlichkeit wahrnehme, immer wieder sich wandelt, und zwar abhängig davon, was können Maschinen und was können sie nicht. Das war also Deep Blue. Das Schachspielen war dann gegessen. Das ist über Jahre noch weitergegangen, aber inzwischen ist da ein Konsens, dass Maschinen besser Schach spielen als Menschen. Man hat sich dann konzentriert, die Schach-Community, Computer-Community, hat sich dann fokussiert auf Go-Spielen. Warum Go-Spielen? Weil man bei Go ein sehr viel größeres Feld hat, mit sehr viel mehr sozusagen Möglichkeiten. Und dem Effekt, dass man nicht mehr so leicht vorausberechnen kann, alle denkbaren Züge. Es gibt einfach in jedem Schritt sehr viel mehr Möglichkeiten, und damit reichen auch 126 Millionen Evaluierungen pro Sekunde reichen beileibe nicht, um vernünftig zu spielen. Das heißt, auch in den 90ern haben entsprechende Strategien bei Go nur funktioniert, um auf ganz kleinen Feldern ganz schlechte Spieler zu schlagen. Also hat man angefangen, das irgendwie intelligenter anzugehen. Trotzdem, auch da gab es einen Durchbruch, aber Sie sehen schon, das sind doch immerhin 20 Jahre dazwischen. AlphaGo 2016, also vor 2 Jahren, hat den Weltmeister oder einen der besten Spieler im Go geschlagen. Was hier einfließt, ist eine Mischung aus einmal Berechnung von vielen denkbaren Stellungen, aber auch Heuristiken, die man versucht zu lernen, insbesondere mit sogenannten neuronalen Netzen. Und das war einer der Durchbrüche der neuronalen Netze hier. Hat zu sehr viel Öffentlichkeitsinteresse geführt am Thema künstliche Intelligenz, am Thema neuronale Netze. Für mich, muss ich sagen, sind aber diese Sachen nicht das, was wirklich beeindruckend ist und was wirklich die Herausforderung ist und auf was oft machen wir uns als Menschen gar nicht klar, was unser Gehirn an Leistung bringt. Ich sage immer, das menschliche Gehirn ist nicht entwickelt worden für Schachspielen oder Go-Spielen. Über Jahrtausende von Evolution ist das nicht das, wofür wir optimiert sind von der Natur her. Das Thema, wofür wir wirklich optimiert sind, ist die Bildverarbeitung, das Verstehen der Welt aus Bildern. Hier zum Beispiel, letztes Jahr war das, glaube ich, hatte ich einen Abendvortrag im Deutschen Museum. Und da kam ich etwas früher schon dahin, um meinen Computer aufzubauen und so. Und da war der Museumsshop noch, war schon zu, aber beleuchtet noch. Ich gucke rein und da sehe ich Einstein. Und der Punkt ist, das finde ich immer wieder faszinierend, vielleicht weil ich an dem Thema arbeite, Menschen können sowas in 0,0. Wir gucken hin, Einstein. Ja. Und was ist die Herausforderung? Es ist eine super komplexe Szene mit vielen verschiedenen Farben, visuellen Informationen. Nicht nur zu erkennen, das ist ein Mensch, das ist sein Gesicht, das ist ein älterer Herr. Nein, wir erkennen sofort, wer das ist. Unter wie viele Gesichter würden Sie erkennen? Tausende. Trotzdem ganz schnell. Auch wenn das Licht anders ist, auch wenn die Haare anders sind, auch wenn wir diese spezielle Ansicht von Einstein möglicherweise noch nicht gesehen hätten, diese, glaube ich, haben wir schon tausendmal gesehen. Aber trotzdem können wir Menschen sehr schnell erkennen. Und das ist, finde ich, sehr viel faszinierender und aus meiner Sicht sehr viel schwieriger. Warum? Weil im Gegensatz zu Schach oder Go hier gar nicht klar ist, was muss ich eigentlich machen, um einer Maschine das näher zu bringen. Ich will es Ihnen mal veranschaulichen. Nehmen wir den Einstein. Und die Art, wie solche Bilder im Computer gespeichert sind, ist, dass, ich zoome hier mal ran, so einen kleinen Ausschnitt, das sieht so aus, Sie sehen da lauter helle und dunkle Pixel, P
Picture-Elemente, also wie sie im digitalen Bild das gespeichert haben. Und die kann man jetzt alle mit Zahlen kodieren, so ist das auch im Computer realisiert oder in der Kamera. Dunkle, nämlich niedrige Zahlen, zum Beispiel hier 27, und helle Farben, zum Beispiel diesen Punkt in der anderen Ecke, der hat dann eher 198. Sie haben irgend so eine Skala, und hell heißt, größere Zahl heißt heller, kleinere Zahl heißt dunkler. Und dieser mini kleine Ausschnitt, das sind diese Zahlen hier. Das gesamte Foto, das wäre eine Riesenmatrix von Zahlen. Sehr viel größer noch als dieser kleine Ausschnitt. Stellen Sie sich vor, ich würde Ihnen jetzt genau diese Matrix von Zahlen hinknallen und Sie fragen, was sehen Sie? Ist da Einstein? Ja, Sie lachen, ne? Sie würden sagen, Moment, das ist ja nicht das, was ich sehe. Das ist richtig, aber die Information, die in diesen Zahlen steckt, ist exakt dieselbe, exakt. Denn ich habe genau dieses Helligkeitsbild genommen und nur ihn so dargelegt, wie es im Computer gespeichert ist. Und schon kann der Mensch damit überhaupt nichts mehr anfangen. Insbesondere, wenn ich jetzt die Beleuchtung der Szene ändern würde, auch nur ein ganz bisschen, würden sich alle Zahlen ändern. Alle. Sie können also auch nicht darauf sich verlassen, sich die Zahlen auswendig zu merken, die für Einstein stehen, und dann im gegebenen Fall zu gucken, ist das dieselbe Zahlenmatrix oder nicht. Nein, durch Helligkeitsänderung, durch Beleuchtungsänderung ändert sich einfach alles. Und wie kriege ich jetzt raus, zuverlässig, dass das dieselbe Person ist, dass da ein Gesicht kodiert ist, dass da ein Mensch ist? Das ist eben nicht ganz einfach. Das ist eins der Probleme, mit dem wir im Bereich Bildverarbeitung kämpfen. Nur eins von vielen, aber eins, was in der Öffentlichkeit immer wieder gern gesehen ist. Und das ist kulminiert in einer Herausforderung, die eine Kollegin von mir, Freundin und Kollegin in Stanford, Fei-Fei Li, die hat mit ihren Mitarbeitern einen Datensatz ins Netz gestellt, der heißt ImageNet. Das ist ein Datensatz, der hat aktuell etwas mehr als 14 Millionen Bilder gespeichert. Und zu diesen Bildern, nicht zu allen, aber zu etwa 1 Million von den Bildern, gibt es eine Information, was in dem Bild drin ist. Zum Beispiel, wenn Sie den Suchbegriff Dalmatiner eingeben, kriegen Sie lauter Bilder von Dalmatinern. Man muss da ein bisschen aufpassen, weil es gibt auch Pflanzen, die den Begriff Dalmatiner drin haben. Es gibt sehr viele verschiedene Objektklassen, die irgendwie mit dem Begriff Dalmatiner verbunden sind. Nicht nur Hunde, witzigerweise. Und die Herausforderung, die sozusagen Fei-Fei an die Welt gestellt hat, ist, könnt ihr diese Bilder automatisch klassifizieren? Dass automatisch erkannt wird bei irgendeinem Bild, nicht nur da ist eine Katze, ein Hund, ein Auto, sondern auch ein Dalmatiner oder hier noch eine andere Klasse. Erkennen Sie, was das ist? Lauter verschiedene Bilder, die, Sie sehen, schon farblich hoch unterschiedlich aussehen. Mal sind sie grün, mal sind sie anders, das sind alles Physialis, ne? Manche Menschen wissen gar nicht, was Physialis ist. Das führt dazu, dass auch Menschen bei dieser Herausforderung nicht die perfekte Lösung kriegen. Denn es sind Millionen Bilder und es sind Tausende von Objektklassen, die man unterscheiden kann hier. Das war die Herausforderung. Die Computer Vision Community hat über Jahrzehnte an diesem Thema gearbeitet. Also haben die alle ihre Leistung da draufgeknallt, die besten möglichen Verfahren, die besten Technologien draufgeworfen. Und dann haben die sozusagen auf dieser Fehlerskala einen Fehler von 26 gehabt. Platt gesagt, jetzt vereinfacht gesprochen, der Computer macht auf einer bestimmten Anzahl von Bildern, die er evaluieren soll, 26 Fehler. Wo er sagt, da ist eine Katze im Bild, es ist aber gar keine Katze drin. Der Mensch macht auf demselben Datensatz nur 5 Fehler. Also kann man sagen, die Maschine macht mehr als 5-mal so viele Fehler wie der Mensch auf dieser Herausforderung. Und das war ein bisschen ernüchternd für die Fachcommunity, weil die Performance stagniert ist da. Man ist einfach nicht näher an die menschliche Leistung rangekommen. Und das war die große Herausforderung, wie kann ich dieses Gap reduzieren, diese Differenz zwischen dem, was Menschen können, und dem, was Computer können. Und es ist eben ein wirklich sehr viel schwierigeres Problem als Schachspielen. Dann ist etwas sehr Überraschendes passiert, für die ganze Fachwelt überraschend. 2012 hat Alex Krizhevsky und seine Co-Autoren eine Arbeit rausgebracht, die auf demselben Datensatz plötzlich nur noch 16,4 Fehler gemacht hat.
sehr viel weniger. Was hat er gemacht? Das war sozusagen die Wiedergeburt der neuronalen Netze. Neuronales Netz ist ein Konzept, was schon ewig zurückgeht. Also Sigmund Freud hat schon sich Gedanken gemacht über, wie das Gehirn arbeitet, wie die Neuronen miteinander kommunizieren. Und schon in den 80er Jahren hat man künstliche neuronale Netze im Computer simuliert. In den 90er Jahren, ich weiß noch, ich wollte damals Doktorarbeit machen zum Thema neuronale Netze. Kam aus der Physik, dachte, jetzt wollte ich mal was Nützliches machen in meiner Doktorarbeit. Ich habe zum Beispiel den Chefautoren dieser Arbeit, der heißt Geoff Hinton, den habe ich damals angemeldet und gefragt, wie sieht's aus, hätten Sie noch Platz für einen Doktoranden? Ich würde gern bei Ihnen Doktorarbeit machen. Die Leute haben damals alle nicht reagiert und viele haben mir gesagt, junger Mann, Sie scheinen so talentiert, machen Sie doch was Vernünftiges, neuronale Netze sind tot. Da war ich etwas ernüchtert und dachte, warum sind die jetzt tot? Die haben leider eben nicht so gut funktioniert, wie man das erhofft hat. Und man hat sie dann also sozusagen in die Besenkammer gestellt, sich anderen Formalismen zugewandt, anderen Methoden zugewandt, die eben diese Performance 2011 gebracht haben. Warum hat es jetzt doch besser funktioniert? Das ist bis heute noch nicht so ganz verstanden. Aber ein Aspekt ist, dass das Netz, was Alex Krizhevsky vorgeschlagen hat, Neuronen hat, die sozusagen schichtenweise wie im Gehirn Informationen verarbeiten, aber im Gegensatz zu den 80er, 90er Jahren nicht nur drei Schichten, sondern inzwischen bis zu hunderte von Schichten, die hintereinander Informationen verarbeiten. In den 80er, 90ern war man der Meinung, dass mehr Schichten nichts bringen. Hat verschiedene Gründe, warum man das geglaubt hat. Heute hat sich gezeigt, mehr Schichten bringen offenbar doch was. In der Tat, in der Folge dieser Arbeit von Alex Krizhevsky, diese Arbeit allein von 2012 ist übrigens über 20.000 Mal zitiert worden, ich glaube 25.000 Mal inzwischen. Das ist also mit Abstand die meist zitierte wissenschaftliche Arbeit in meinem Umfeld. Und viele, viele haben darauf aufgebaut, das hat einen riesen Hype verursacht in der Community. Man sieht es warum, weil einfach auf einem super wichtigen Problem eine beeindruckende Performance plötzlich da war, die man so nie für möglich gehalten hat. In der Folge haben sich die Architekturen dieser neuronalen Netze immer weiter verbessert. 2014 kam ein Google-Net raus, dann gab es ein ResNet 2015 und hier 2016 die Version 4 des Google-Nets. Und Sie sehen etwas ganz Phänomenales. Inzwischen können wir den Menschen schlagen auf einer Herausforderung, die, würde ich sagen, für die der Mensch gemacht wurde, für die sozusagen über Jahrtausende Evolution das Gehirn optimiert wurde. Das Erkennen von Objekten in natürlichen Bildern. Und das ist für mich der wirkliche Durchbruch. Inzwischen können wir das neuronale Netze auf viele andere Probleme erweitern. Hier haben wir zum Beispiel letztes Jahr eine Arbeit gemacht, wo wir gezeigt haben, dass man auch Objekte in Videos, Sie sehen schon, pixelgenau verfolgen kann. Der Algorithmus kann also genau berechnen, welche Punkte gehören zum Objekt, welche Punkte gehören zum Hintergrund. Und das alles sozusagen lernen aus Beispielen, aus Tausenden und Millionen von gelernten Beispielen. Man kann auch völlig andere Probleme, die weit über die Bildverarbeitung hinausgehen, mit neuronalen Netzen angehen. Hier sehen Sie zum Beispiel ein neuronales Netz, was wir entwickelt haben für ein Problem in der Bioinformatik, nämlich die Vorhersage der 3D-Struktur von Proteinen. Wie Sie wissen, sind Proteine durch Aminosäurensequenzen kodiert. Und die Frage ist, wie wird daraus ein Protein und wie sieht die 3D-Struktur des da kodierten Proteins aus? Das ist ein sehr schwieriges Problem und heutzutage gibt es einen Konsens, dass man das direkt aus der Aminosäuresequenz, das Protein vorhersagen, ist eigentlich nicht möglich. Was man oft macht, ist, dass man zu so einer sogenannten Contact Map übergeht, die besagt, welche Aminoproteine sind mit welche Strukturen hier sind mit welchen im Kontakt. Dann kann man über sogenannte homologe Sequenzen gehen, ähnliche Sequenzen in anderen Organismen. Und was wir eben hier vorgeschlagen haben, 2016 auf der größten Machine Learning Tagung, ist, dass wir über die homologen Sequenzen diese Contact Map mit einem neuronalen Netz vorhersagen können.
Das heißt, hier nehmen wir ganz viel Trainingsdaten von schon bekannten Proteinstrukturen und können lernen, wie sieht diese Transformation von der Aminosäuresequenz zu dieser Contact Map aus, und aus der kann man dann die 3D-Struktur berechnen. Und das hat in der Tat sehr viel besser funktioniert als alle bisherigen Verfahren zur Proteinstrukturvorhersage. Sprich, man kann diese Technologie der neuronalen Netze, die in der Computer Vision 2012 sozusagen in gewisser Weise ihren Ursprung hatte, kann man anwenden auf völlig andere Datenanalyseprobleme, wie zum Beispiel die Proteinstrukturvorhersage. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen mehr erzählen aus einem Bereich 3D-Rekonstruktion, ein Bereich, der auch aus der Computer Vision sehr in der Computer Vision sehr zentral ist, ein Thema, mit dem wir auch im Alltag viel zu tun haben, weil einfach die Welt, in der wir leben, eine dreidimensionale ist, weil aber unsere Augen immer nur zweidimensionale Abbilder dieser Welt sehen. Das Thema kennen Sie, Sie laufen also um die Welt rum, Sie sehen die Welt mit Ihren Augen, und was Ihr Auge wahrnimmt, sind solche zweidimensionalen Abbilder hier, zum Beispiel von Beethoven. Die Herausforderung, die wir als Mensch eigentlich tagtäglich lösen, ist, dass wir im Gehirn in irgendeiner Weise 3D-Modelle unserer Welt erfassen aus diesen Bildern. Und die Frage ist, wie kann man das in der Maschine realisieren? Auch das ist ein sehr schwieriges Problem, und auch da würde ich sagen, in gewisser Hinsicht schwieriger als Schach oder Go. Sie sehen, dass ich immer so ein bisschen auf dem Schach und Go rumhacke, weil das in der Öffentlichkeit erstaunlich viel Interesse findet. Die anderen Themen bisher etwas weniger. Dabei finde ich sie in vieler Hinsicht spannender. Zum Beispiel, angenommen, ich zersäge den Raum in lauter kleine Volumeneinheiten, dann heißt 3D-Rekonstruktion faktisch, dass ich für jedes kleine Volumenelement, hier zum Beispiel diesen kleinen Würfel da, frage, ist dieser Würfel Teil meines Objektes oder nicht? Und da sehen Sie schon, für einen kleinen Würfel gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Das ist sehr einfach. So ein bisschen ähnlich wie beim Schach, wie viele Möglichkeiten gibt es? Das ist wichtig für Informatik, weil im Prinzip alle denkbaren Möglichkeiten müssen untersucht werden oder analysiert werden, um zu wissen, welche ist die richtige. Hier genauso. Ich frage für einen, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Wenn ich jetzt aber zwei Volumenelemente nebeneinander nehme und mich frage, wie viele mögliche Konfigurationen gibt es da, dann sehen Sie schon, die können entweder beide Objekt sein, oder beide Hintergrund, oder einer ist Objekt, einer Hintergrund, andere Objekt, andere Hintergrund. Dann haben Sie also vier Möglichkeiten für diese zwei Volumenelemente. Und wenn Sie noch einen dritten Voxel dazu nehmen, dann steigt die Anzahl möglicher Objekt-Hintergrund-Konfigurationen um einen Faktor 2. Dann haben Sie plötzlich 8 mögliche Zustände. Objekt, 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 Hintergrund, 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 Objekt, Objekt, Hintergrund und so weiter. Haben Sie 8 mögliche Zustände. Für Informatiker ist das eine relativ offensichtliche Rechnung. Und ein Informatiker hätte Ihnen sehr schnell gesagt, wenn Sie n Volumenelemente haben, groß N, dann ist die Anzahl möglicher 3D-Rekonstruktionen auf diesem Gitter 2 hoch N. Mit jedem zusätzlichen kriegen Sie einen Faktor 2 mehr. Nämlich alle bisherigen Konfigurationen, einmal wo der Objekt ist und dann alle nochmal, wo der entsprechende Hintergrund ist. Also doppelt so viel wie vorher. Das ist relativ viel, und da hören Informatiker meistens auf, weil sie sagen, okay, die Anzahl möglicher Lösungen wächst exponentiell mit meiner Größe, mit der Anzahl der Voxel, die ich hier nehme. Wie viele Voxel nehmen wir in der Praxis? Naja, für so ein kleines Volumen 512 mal 512 mal 512. Das ist so ein kleiner Kubus, nicht wirklich groß, aber sagen wir mal, für Beethoven reicht es. Ja, wenn Sie jetzt ganz München damit rekonstruieren wollten, da hätten Sie eine sehr schlechte Auflösung der Stadt. Da würde dann jedes Haus nicht mehr einen Voxel haben. Das bringt also nicht wirklich viel. Sie sehen also, es ist wirklich ein kleines Volumen. Nichtsdestotrotz, auf dieser Skala, neulich habe ich mal ausgerechnen wollen, wie viel das ist. Und dann meine Tochter, die ist jetzt 8, die geht schon zur Schule, die hat sogar schon einen Taschenrechner. Also habe ich mir ihren Taschenrechner geschnappt und das mal ausgerechnet. Ich weiß nicht, ob Sie das mal probiert haben. Ja, es funktioniert überhaupt nicht. Ich war schwer enttäuscht. Seit der Schulzeit habe ich, glaube ich, keinen Taschenrechner mehr verwendet. Nimmt man mal einen, dann tut er nicht. Dass das Ding sagt, das könnte es nicht berechnen, die Zahl wäre zu groß. Also muss ich es dann im Kopf ausrechnen.
ist gar nicht so schwer. Also zumindest, da sind Menschen dann auch gut drin, mal so eine Abschätzung. Das verstehe ich auch nicht, warum das Gerät nicht mal so eine Abschätzung. Ich weiß nicht, wer den programmiert hat, den Taschenrechner. Ist eigentlich kein Aufwand. Man kommt sehr schnell drauf, dass es etwa 10 hoch 40 Millionen Konfigurationen sind. Also die Anzahl möglicher Lösungen ist eine 1 mit 40 Millionen Nullen. Garantiert mehr, als was Sie beim Schach haben. Es sind einfach sehr viele mögliche Lösungen und die Frage ist zudem, welche ist die richtige? Das ist auch sehr viel schwerer, glaube ich, zu evaluieren als beim Schach, wenn ich eine Konfiguration habe, zu sagen, wie gut passt die eigentlich zu den Bildern. Eine Herausforderung ist also, wie kann ich sicherstellen, dass unter all diesen 10 hoch 40 Millionen Lösungen mein Algorithmus, mein Computerprogramm wirklich die beste Lösung findet. Wir haben das hingekriegt, wir haben ein Verfahren entwickelt, wo wir bewiesen haben, dass man in der Tat die beste Lösung effizient berechnen kann. Sprich, unser Verfahren kann wirklich unter 10 hoch 40 Millionen Konfigurationen die beste rauskriegen. Wie das genau funktioniert, möchte ich jetzt aus Zeitgründen nicht eingehen, ist etwas technisch, aber das heißt, wir können zum Beispiel ein Volumen hier vorgeben und der Algorithmus, Sie haben es gerade selber gesehen, der fräst sozusagen hier die optimale Rekonstruktion aus dem Volumen aus. Optimal heißt hier immer in Bezug auf eine bestimmte Gütefunktion, die sozusagen mir sagt, wie gut passt das zu den Bildern. In der Folge haben wir das angewandt. Zum Beispiel hatten wir ein Projekt, dieses hier mit dem Kunstmuseum in Bonn. Die haben eine Menge von griechischen Statuen, die sind etwas überlebensgroß. Und was die wollten, ist, die wollten die virtualisieren. Und zwar deswegen, weil diese Statuen so ein Ensemble bilden von, ich glaube, 18 Statuen sind es, die weltweit verstreut sind. Manche sind in Bonn, manche sind in Rom, manche sind in Paris. Was für die Kunsthistoriker verloren gegangen ist, ist das Wissen, wie diese verschiedenen Statuen in einem Ensemble zusammenstanden. Man weiß, die haben ein Ensemble gebildet, man weiß, und es sind so Allegorien, die dargestellt sind. Man weiß aber nicht, wie die zusammengestanden haben. Und da die überlebensgroß und über die Welt verstreut sind, kann man die auch schlecht alle in ein Gebäude zusammenbringen und dann da rumschieben. Und da hat also mein Kollege aus den Kunstwissenschaftler hat mich gefragt, kann man das nicht mit ihren Verfahren digitalisieren? Und ja, das kann man. Man macht einfach, man läuft mit einer normalen Kamera rum, macht 20, 30 Fotos und dann kann unser Algorithmus vollautomatisch diese Statuen rekonstruieren. Man kann sogar noch viel mehr machen. Genau genommen ist so, wenn Sie nur 3D rekonstruieren wollen von Statuen, dann können Sie auch sogenannte Laserscanner nehmen und die einscannen. Das ist sehr viel teurer als eine Digitalkamera, haben Sie auch nicht alle bei sich. Digitalkameras haben Sie sicher alle bei sich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bei den Technologien, die wir entwickeln, ist immer die Frage, wie relevant sind die für die Gesellschaft? Kamerabasierte Technologien sind extrem relevant, weil jeder von Ihnen auf dem Smartphone mindestens eine, wenn nicht zwei Kameras mit sich rumträgt. Keiner von Ihnen hat wahrscheinlich einen Laserscanner dabei. Nicht? Also von daher, alle Technologien, die wir für Laserscanner entwickeln würden, würden nicht so richtig viel Absatz finden. Kameratechnologien aber sehr wohl. Außerdem können Sie mit Kameras viel mehr machen als mit Laserscannern. Das ist ein Punkt und das ist auch der Grund, warum auch in der Robotik die ganze Robotik-Community über die letzten Jahre immer mehr von Laserscannern wegkommt. Auch selbstfahrende Autos nutzen heutzutage noch Lasertechnologien, aber wie lange, muss man sehen. Laser sind nämlich auch sehr teuer. Kostenspielen, Sie haben es ja schon gesehen, die 10-Euro-Kamera war zu teuer damals. Kostenspielen eine irre Bedeutung in diesem technologischen System. Und Laserscanner kosten Tausende von Euro. Die sind außerdem groß, die sind schwer. Kameras sind viel leichter. Ich kann 20 Kameras in ein Auto bauen. Heute wird das standardmäßig gemacht bei manchen Autofirmen. Und da habe ich also sehr viel Information. Und jetzt passen Sie auf, was ich mit Kameras kann, was ich mit Lasern nicht kann, ist, ich kann ganze Handlungen in der Zeit rekonstruieren. Ich kann also diese Handlung hier, zwei professionelle Gymnasten, also gut, vielleicht nicht professionell, haben wir da in so ein Kamerasystem gestellt, mit 16 Kameras synchron gefilmt. Und Sie sehen, wir können inzwischen die Handlung
Zeit aufgelöst rekonstruieren. Zeitschritt für Zeitschritt können wir die gesamte 3D-Struktur rekonstruieren. Wir können dann die Farben aus den Bildern wieder auf die 3D-Struktur drauf mappen, drauf projizieren. Das können Sie mit dem Laserscanner nicht, der sieht ja gar keine Farbe. Und dann haben Sie ein Abbild der Handlung von einem Blickpunkt, wo nie eine Kamera stand. Und das ist etwas, was inzwischen in der Fachcommunity unter dem Schlagwort Free Viewpoint Television propagiert wird. Das heißt, aus meiner Sicht eine mögliche Zukunft des Fernsehens, dass wenn Sie irgendwie in den nächsten Jahren Sonntagabend zu Hause sitzen am Fernseher und Ihren Tatort schauen, dann können Sie sich, während die Handlung läuft, aussuchen, von welchem Blickpunkt aus Sie die Handlung verfolgen wollen. Ja, weil die Maschine sozusagen intrinsisch ein 3D-Modell der gesamten Handlung hat. Und was Sie hier sehen, ist in der Tat Real-Time Screen Capture. Das ist die Handlung, die im Vorab rekonstruierte Handlung wird in Echtzeit sozusagen visualisiert und der Benutzer kann völlig frei mit der Maus rumfahren, reinzoomen, rauszoomen. Und damit kriegen Sie ein Gefühl, was die Hollywood-Regisseure sehr, sehr wichtig finden. Im Englischen heißt es Immersion. Das Gefühl für den Zuschauer, dass er wirklich Teil der Handlung wird. Und wie besser Teil der Handlung werden, als wenn ich wirklich sozusagen mit der Maus reinzoomen kann und den Blickpunkt so variieren, wie ich es gerne hätte. Hier noch ein anderes Beispiel, selbe Verfahren. Da sehen Sie, die Genauigkeit dieser Rekonstruktion ist inzwischen so hoch, dass wir das gesamte Seil eines seilspringenden Mädchens rekonstruieren können, allein aus den Bildern. Das ist so ein bisschen eine meiner wichtigsten Aufgaben, denke ich immer wieder, dass ich als Professor in diesem Bereich viel rumreise in der Welt, viel auf Tagungen gehe, viel gucke, was ist der aktuelle Stand, was passiert wo. Gerade jetzt, gestern bin ich auch aus einer Tagung in Bologna zurückgekommen und da sieht man immer, was sich alles entwickelt und man entwickelt mit der Zeit eine gewisse Intuition dafür, wo noch was geht, wo kann man noch Technologien entwickeln, Formalismen, Methoden, wo ist sozusagen der aktuelle Wissensstand weltweit und wie geht es weiter. Das ist wichtig, weil wenn ich dann mit meinen Doktoranden an diesen Themen arbeite, muss ich denen ja irgendwie eine Perspektive geben, wo sie hinlaufen sollen mit ihren Entwicklungen. Und da ist es wichtig, dass ich ein Gefühl habe, wo ist was möglich. Und typischerweise ist mein Gefühl relativ zuverlässig über die Jahre, dass ich eine Intuition habe, was geht, was sollte in den nächsten Jahren möglich sein. Allerdings, manchmal liege ich auch falsch. Zum Beispiel hätte ich selber nie geglaubt, dass man aus Kameras allein so genaue Rekonstruktionen berechnen kann. Und als mein Doktorand Martin Oswald mir die Ergebnisse gezeigt hat, da bin ich wirklich vom Stuhl gefallen. Ich sehe ja selbst dieses Seil kaum in den Bildern. Ja. Also das ist schon, finde ich, durchaus beeindruckend, wie genau die Rekonstruktionen inzwischen sind. Andere Beispiele, das ist also jetzt eben mehr 3D-Fernsehen gewesen. Man kann auch 3D-Fotografie entwickeln. Das sind sogenannte Tiefenkameras. Das ist rausgekommen mit der Xbox von Microsoft. Das sind Kameras, die ein Tiefenprofil erfassen. Bisschen verwandt zum Laserscanner. Wir haben Technologien entwickelt, da können Sie eine Person auf dem Stuhl so rumdrehen und Sie sehen, im Hintergrund entsteht in Echtzeit ein farbiges 3D-Modell. Und zwar ein völlig dichtes, farbiges Modell on the fly. Das können Sie dann auch ausdrucken. Und dann haben Sie lauter Miniaturen von sich, von Freunden, Familie. Das ist also Fotografie im 3D. Und anstatt, dass Sie also ein Fotoalbum ins Regal stellen, können Sie wirklich sozusagen anfassbare Kopien der Menschen generieren. Und Sie haben es gerade gesehen, super leicht. Einmal auf den Stuhl rumdrehen, fertig. Wir haben gedacht, wow, das muss ja ein Riesenmarkt da sein. Dann haben wir 2013, als die Arbeit auch rauskam, haben wir eine Firma gegründet, um das zu vermarkten. Ich glaube bis heute, dass da ein Riesenmarkt ist. Wo der allerdings genau ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, wenn Sie da eine Idee haben, wir sind für Ideen offen. Ja, ich habe viele Ideen gehabt, Hochzeiten, Kindergärten, zum Beispiel, wenn ich sehe, unsere Kinder, wenn da ein Fotograf, zweimal im Jahr kommt der Fotograf und für allein 4 Farbfotos verlangt er dann 50 Euro, wo ich denke, ah, da kann man auch gleich ein 3D-Modell zu dem Preis. Also da gibt es sicher noch Möglichkeiten. Das Hauptproblem bei der Firma, wir hatten nie jemanden, der die Business-Seite abdeckt und Sie können sich vorstellen, ohne das ist ein bisschen doof. Ja.
trotzdem habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass man in dem Bereich irgendwie was Sinnvolles auch machen kann im Transfer in die Gesellschaft. Hier sehen Sie so ein paar Beispiele von eben Personen- und 3D-Modellen. Und Sie sehen, die Modelle sind schon sehr detailliert und aufgelöst. Inzwischen... Oh. Entschuldigung, das hatte ich vergessen. Der Film hat eine Tonsequenz. Das ist Hermann, unser Präsident. Und das ist ein Verfahren, da sehen Sie, das ist die nächste Generation von dem Ding. Da kann man jetzt, muss man nicht die Person auf den Stuhl rumdrehen, weil das für den Präsidenten, fand ich, ein bisschen mühsam ist, den da auf den Stuhl rumzudrehen. Und dann haben wir so ein Ding entwickelt, wo einfach so ein Roboterarm rumfährt. Und dann entstehen Ganzkörper, sozusagen Miniaturen. Und das war jetzt gerade Anfang des Jahres. Hermann ist ja da sehr Pionier in vieler Hinsicht wissenschaftlich. Er ist auch in der Tat die dritte Person, die sich da in diesen Scanner reingetraut hat. Da fand ich mutig. Genau. Man kann, ich habe jetzt sehr viel über 3D-Rekonstruktion gesprochen, nicht so sehr viel darüber, dass man auch die Bewegung der Kamera mit berechnen und verfolgen kann. Das lässt sich auch machen. Hier ist ein, das nennt sich in der Community SLAM, dieses Problem. Das steht für Simultaneous Localization and Mapping. Das ist ein Begriff, der sich etabliert hat. Und das heißt, ich bestimme, wo die Kamera sich rumbewegt hat und berechne gleichzeitig 3D-Rekonstruktionen der Welt, so wie Sie es hier sehen. Und das sind jetzt wirklich sehr große Rekonstruktionen, nicht nur Beethoven-Größe, sondern wirklich Straßenzüge. Wir werden gleich noch mehr Beispiele sehen. Und Sie sehen, da entsteht eine ganze dreidimensionale Welt. Und das Schöne ist, dieses Verfahren, das läuft in Echtzeit auf einem Laptop, ganz normalen Laptop-CPU. Sie können also eine Kamera an den Laptop anhängen, können damit durch die Welt laufen, drinnen, draußen, egal. Und das Verfahren verfolgt Ihre Kamera sehr genau. Ich komme am Ende noch dazu, wie genau, aber schon vorab kann ich sagen, die Verfahren, die wir über die letzten Jahre entwickelt haben, sind die aktuell weltweit genauesten Verfahren zum Verfolgen von Kameras. Was kann man damit machen? Zum Beispiel kann man damit Drohnen autonom fliegen lassen. Drohnen ist auch so ein Thema, was in den letzten Jahren in die Medien gekommen ist. Irgendwie ist es erstaunlicherweise so, dass viele der Technologien, an denen wir seit Jahren forschen, in den letzten 4, 5 Jahren in die Öffentlichkeit gekommen sind. Das war damals noch nicht so. Ich habe zum Beispiel 2007 angefangen, das ist ein Foto 2007, noch in meinem Bonner Büro, mit Drohnen zu experimentieren, mit Quadrocoptern. Wir nennen die immer lieber Quadrocopter, weil man da nicht die Militärassoziationen hat, die der Normalbürger bei dem Begriff Drohne oft hat. Ich glaube, dass es nämlich auch sehr viel zivilen und nützlichen Einsatz von Drohnen gibt und daran arbeiten wir sehr stark. Wir haben anfänglich die Drohnen selber gebaut, die Quadrocopter. Inzwischen kann man die kaufen. Das ist eine französische Firma Parrot. Das ist so ein Spielzeugding. Das kostet ungefähr 250 Euro. Das ist ein etwas teureres von einem Münchner Startup, Ascending Technologies. Die sind neulich von Intel aufgekauft worden. Und das ist ein ganz kleines. Sie sehen, die sind inzwischen so klein, dass die auch auf eine Hand passen. Und gerade die sind, glaube ich, in der Interaktion mit Menschen sehr gut. Die mag ich besonders gerne. Wenn die ihnen an den Kopf fliegen zum Beispiel, merken sie kaum. Oder wenn die gegen die Wand fliegen, da geht weder die Wand kaputt, und das ist auch wichtig, noch das Gerät. Können sie also aufheben, die fliegen gleich weiter. Bisschen wie eine Fliege, wenn Sie mal gesehen haben, wenn eine Fliege ins Fenster fliegt, die kann da 50 Mal reinfliegen, immer wieder und wieder. Man fragt sich manchmal, wann lernt sie es, aber das ist eine andere Frage. Wenn Sie dann dagegen einen Vogel nehmen oder was Größeres, sowas fliegt typischerweise nur einmal ins Fenster und dann ist halt Ende. Das ist bei den Robotern nicht anders. Diese großen, da muss man schon aufpassen. Aber mit den kleinen können Sie lustige Sachen machen. Hier so ein paar Beispiele. Das ist der Olli Dankli, der hat das in seiner Masterarbeit entwickelt, nämlich ein System, erstmal, was man mit Gesten steuern kann. Das haben wir im Zentrum in München ein Motion Capture System aufgebaut dafür. Und da sieht man, wir haben da so Marker, die werden verfolgt. Und die können sehen, wo ist das Gerät. Wir haben auch Marker an dem kleinen, an der kleinen Drohne. Und dann ist die so programmiert, dass die immer in einem fixen Abstand von diesem Zeigeinstrument fliegt. Und wozu das gut ist, komme ich gleich noch drauf.
Ich meine, Sie können sich vorstellen, dass die Jungs da begeistert dran forschen, wozu das gut ist, fragen die oft gar nicht. Das ist dann immer meine Aufgabe, ein bisschen zu überlegen, kann man das auch nützlich einsetzen. Sie sehen hier ganz schön die Zentrifugalkraft in Aktion. Wenn man sich zu schnell dreht, fliegt das aus der Kurve. Aber Sie sehen es auch, die Dinger gehen halt nicht kaputt, man kann die dann gleich weiterfliegen lassen. Dann kann man eine Kamera drauf machen. Das ist nicht so einfach, weil die Nutzlast sehr gering ist. Das heißt, man muss sich da viel Gedanken machen, wie. Und hier ging das auch nur mit Analogkameras, weil die Übertragung digitaler Bilder mehr Gewicht braucht. Da braucht man sozusagen mehr Gewicht. Analoge kann man mit einer kleinen Antenne übertragen. Und dann kann ich Bilder von dem Gerät machen. Hier, und da sehen Sie sozusagen das, was die Drohne gerade sieht. Und das ist ganz schön, das ist eben auch, Sie können keinen Laserscanner auf so ein kleines Ding packen. Also können Sie, aber dann fliegt es halt nicht mehr, nicht, hebt dann nicht mehr ab. Ne? Ja, nicht so richtig nützlich. Mit Kameras aber schon, da sehen Sie hier unten, was die Kamera sieht. Das ist ein etwas professionelleres Pointing-Device, also so ein, was er dann genommen hat. Und Sie sehen, auch hier ist das wieder genau der gleiche Algorithmus. Und natürlich, was ist das Erste, was jeder vernünftige Mensch macht, ist Selfie. Selfies machen einen Großteil der Bilder im Internet aus und der Filme. Und hier sehen Sie also auch, man kann damit schöne Selfies machen. Und ich sage es mal so, es wäre gar kein Problem jetzt, die Drohne so zu programmieren, dass die immer das Gesicht genau im Zentrum des Bildes hält und immer den gleichen Abstand zum Gesicht hält. Da brauche ich auch kein Zeigedevice oder irgendwas, das lässt sich mit Computer Vision sehr leicht lösen. Und so ähnliche Verfahren haben wir auch schon entwickelt. Und dann könnten Sie dieses System nutzen, um zum Beispiel von zu Hause zu skypen. Ja, und dann haben Sie die Kamera auf der Drohne und das Mikrofon, das funktioniert auch, habe ich schon Beispiele gesehen. Und dann können Sie in Ihrem Raum rumlaufen und die Drohne folgt Ihnen immer und stellt sicher, dass Sie immer im Zentrum des Bildes sind. Das sind so beispielhafte Anwendungen von Computer Vision und autonomen Systemen. Hier noch ein bisschen was, ein Beispiel zur Autonomie. Wir können also die Dinge so programmieren, dass die allein mit den Onboard-Kameras sich im Raum lokalisieren können. Hier sehen Sie sozusagen die 3D-Position, wo der Computer glaubt zu sein gerade. Und dann können Sie vorgegebene Muster abfliegen, völlig autonom. Das heißt, im Gegensatz zu den meisten Quadrocoptern, die Sie in der Öffentlichkeit gesehen haben, ist dieses Ding nicht menschengesteuert, sondern voll computergesteuert. Es ist also kein Mensch, sondern ein Laptop, der autonom das System steuert und entweder Muster abfliegt oder hier in dieser Aufgabe hat er die Aufgabe gekriegt, einfach nur an einem Ort im Raum zu bleiben. Und dann kommt der Entwickler Jakob Engel, der hat das in seiner Masterarbeit entwickelt und bösartig wie er ist, schubst er das aus der Bahn, geht dann hin und lenkt es aus, woanders hin und wie so ein kleiner Hund findet das immer wieder zu seinem Körbchen zurück. Und Sie sehen, er hält dann auch die Kamera zu, hält den nach unten zeigenden Ultraschallsensor zu. Alle Sensoren werden zugehalten, trotzdem findet das Verfahren sehr schnell wieder zurück zu seinem ursprünglichen Punkt. Und zwar extrem robust. Hier sehen Sie noch ein Beispiel, wo das richtig in den Schrank reinknallt, wo es eigentlich gar nichts mehr von der vertrauten Welt sieht, aber es dreht sich rum, fliegt sofort wieder zurück. Das sehen Sie also so Beispiele von Computer Vision und 3D-Lokalisierung in echten Anwendungen. Man kann die Sachen auch kombinieren. Hier sehen Sie dieses 3D-Rekonstruktionsverfahren. Da haben wir diese 3D-Kamera auf eine Drohne gepackt. Die ist etwas größer, weil das mehr Gewicht ist, diese Kamera. Und da sie größer ist, haben wir sie wie so einen wilden Hund an der Leine, damit die nicht ausbüchst. Aber die fliegt autonom rum und im Laufe des Fluges entsteht ein farbiges 3D-Modell des Raumes. Sie können also Drohnen jetzt entwickeln, so wie Sie es hier sehen, die voll autonom ihre Umgebung explorieren und im Rahmen der Exploration farbige 3D-Modelle der Umgebung entstehen lassen. Und wenn Sie sich vorstellen, wie lange ein Mensch braucht, um mit entsprechenden Technologien so einen Raum auszumessen, ist natürlich der Vorteil ganz offensichtlich. Einfach die Drohne hinstellen, Knopf drücken und wenn sie fertig ist, ist der Raum voll erfasst.
Und das haben wir in der Tat über die letzten Jahre weiterentwickelt. Das sind auch so autonome Drohnen, die sich im Kreis rumbewegen mit einer normalen Kamera jetzt hier, die so Occupancy Grids, das heißt berechnen, wo ist Freiraum, wo kann ich hinfliegen, wo nicht. Und dann explorieren, Fahrtplanung machen und Ähnliches. Ich sehe, die Zeit geht hier langsam zu Ende, darum werde ich ein bisschen schneller werden. Hier noch ein anderes Beispiel, das ist ein etwas aktuelleres Verfahren, das ist nicht ganz richtig, das ist erst dieses Jahr erschienen, 2018, ist aber auch inzwischen schon über 100 Mal zitiert worden, die Arbeit. Da haben wir eine Kamera, mit der wir durch die U-Bahn in Garching laufen und Sie sehen, ich kann die Kamera verfolgen, durch den ganzen U-Bahn-Schacht hindurch, hinten wieder raus und zurück, mit einer Genauigkeit. Sie sehen es, ich verfolge also immer, wie bewegt sich die Kamera, wie dreht sie sich, wie verschiebt sie sich von Bild zu Bild. Und das sind tausende von Bildern und ich mache natürlich immer kleine Fehler in dieser Schätzung, die sich akkumulieren, das nennt sich dann Drift in der Community, dass ich so eine Verschiebung reinkriege. Und die sehen Sie hier, das Fahrrad, was hier steht, ist zweimal rekonstruiert worden. Ja, das heißt, da ist ein Versatz entstanden über diese ganze Strecke. Aber wie groß ist dieser Versatz? Der Versatz ist ungefähr, ich würde mal sagen, 2-3 Meter auf eine Laufstrecke von Hunderten von Metern. Sprich, die Genauigkeit dieses Verfahrens ist unter 1%. Wir haben das versucht, möglichst präzise zu evaluieren. Dazu haben wir wirklich viele, viele Bilder, hunderte Minuten von Video aufgenommen, mit verschiedenen Linsen, mit verschiedenen Kameras, drinnen, draußen, überall. In sehr unterschiedlichen Umgebungen, auch mit sehr schlechten Sichtverhältnissen und so, einfach um was Repräsentatives zu haben. Und dann haben wir evaluiert, wie genau ist das Verfahren und haben uns verglichen mit dem, was in der Fachwelt als der State of the Art bezeichnet wird, ein Verfahren aus Saragossa, das heißt OrbSlam. Und hier sehen Sie die Plots und vereinfacht gesagt, je weiter links oben Sie landen, desto besser. Was hier gezeigt ist, vielleicht konkret, ist dieser Versatz pro Sequenz, wir haben ja 500 verschiedene Videos, die wir durchnudeln, das ist dieser Versatz, den wir verzeichnen, während das, Sie sehen schon, dass wir zum Beispiel, wenn man jetzt hier ranzoomt und guckt, ein Versatz von 2, da können die Konkurrenten nur 100 Sequenzen mit so einer Genauigkeit verfolgen und wir können 400 Sequenzen verfolgen. Oder entsprechend, wenn Sie sagen, Sie wollen die besten, 400 Sequenzen, dann haben wir einen Versatz von 2 und die haben einen Versatz von, 10 oder so. Also deutlich größere Präzision, größere Robustheit in diesen verschiedenen Fehlermaßen. Und das ist, wie gesagt, aktuell das weltweit genaueste Verfahren, mit Abstand. Sie können solche Verfahren dann auf die Autos packen. Hier sehen Sie eine von 2 Kameras, das ist eine Erweiterung auf 2 Kameras. Und da sehen Sie, wir können in Echtzeit die ganze Welt vor dem Auto rekonstruieren. In einem sehr hohen Detailgrad und einer sehr hohen Präzision. Und Sie sehen, die Präzision ist so hoch, dass wenn ich hier einmal um Block fahre, passen die Strukturen zusammen. Das heißt, ich kann Kameras in Autos einbauen, so wie hier, und Sie können in Echtzeit die ganze Welt vor dem Auto rekonstruieren. Und wenn Sie sich jetzt noch vorstellen, dass Sie so ein Kamerasystem in jedes Auto packen, was in Deutschland rumfährt, dann hätten Sie sehr schnell eine relativ vollständige 3D-Kartierung von Deutschland. Und das ist wichtig für selbstfahrende Autos, eine Erfassung der 3D-Welt, in der die fahren sollen, um Hindernisse zu erkennen, um Hindernisse zu vermeiden und so weiter. Also haben wir gedacht, da müsste doch auch ein Markt sein. Zweiter Versuch. Firma gründen. Also haben wir eine Firma gegründet, letztes Jahr schon oder vor einer Weile eigentlich schon, mit 2 Partnern. Diesmal haben wir Leute, die wirklich auch den Business-Teil abdecken. Ich habe also dazugelernt aus den Erfahrungen. Zum Beispiel haben wir Anfang des Jahres über 4 Millionen eingeworben an Investorengeldern für dieses Startup Artisans. Und da werden quasi Technologien entwickelt, weiterentwickelt. Zum Beispiel ist das ein erster Prototyp. Das ist ein Foto von diesem Prototyp, sieht ein bisschen künstlich aus, aber es ist wirklich ein Foto von dem Prototyp.
Und da sind zwei Kameras drauf und mit denen kann man dann die Welt rekonstruieren. Das expandiert gerade sehr. Wir sind sehr auf der Suche nach Talenten für die Firma, nach potenziellen Kunden im Automotive-Bereich, und also insbesondere im Automotive-Bereich, und potenziellen Business-Partnern. Und da muss ich sagen, bin ich etwas zuversichtlicher, dass das wirklich auch abheben wird. Lassen Sie mich zusammenfassen. Ich habe über viele Themen gesprochen im Bereich künstliche Intelligenz, von den eher klassischen Problemen wie Schach oder Go bis hin zu den eher moderneren Themen wie Bildanalyse, Bildverstehen, hier 3D-Rekonstruktion von Objekten, von Museumsstatuen beispielsweise, 3D-Rekonstruktion von Handlungen auch über die Zeit. Ich habe über dieses Slam-Problem gesprochen, dass ich die Welt rekonstruieren will und die Kamera in Echtzeit verfolgen will. Habe gezeigt, dass man solche Systeme für autonome Drohnen oder Quadrocopter einsetzen kann und aber eben auch für selbstfahrende Autos. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Daniel. Ich sehe, es ist im Vergleich zu deinem Vortrag vom letzten Jahr auch wieder was dazugekommen. Also daran sieht man auch, wie rasant sich die ganze Sache entwickelt. Was ich auch sehr interessant fand, ist, dass am Anfang, wo du von den Schachcomputern geredet hast, auch mit dem C64, das hat mich auch an meine Anfänge erinnert. Ich hatte da den Commodore PET, das war noch vor dem C64, und da gab es ein Schachprogramm, Sargon 2 hieß das, da kann ich mich noch erinnern. Und das konnte ich nur auf Stufe 0, es gab 0 bis 9 schlagen, da hatte ich aber ewig probiert, war ganz stolz, dass ich es auf Stufe 0 schlagen konnte, aber ab 1. Stimmt, das haben Sie nicht gemacht, dass Sie so Stufen noch eingebaut haben. Genau, dass man halt ein Erfolgserlebnis Stimmt, hat. Stimmt, ja. Gut, ja, Fragen? Bitte? Meine Frage wäre, Sie haben ja am Anfang gezeigt, dass Sie Objekte in Videos verfolgen können. Ja. Alexander Pausch. Meine Frage wäre auf diese Objektverfolgung in Videos. Ich meine, Sie hatten ja da diesen Surfer. Können Sie das auch in Menschenmengen? Ja, schon auch. Also das müsste man im Einzelfall analysieren, aber im Prinzip ja. Und das sind natürlich Technologien, die auch für Überwachung dann im Zweifelsfall Einsatz finden, durchaus. Da ist die selbstverfolgende Drohne aber spannend, oder? Nicht unbedingt. Ich glaube, die statischen Kameras haben praktische Vorteile, das habe ich nicht angesprochen, aber Drohnen haben sehr begrenzte Batteriezeiten, typischerweise 10 Minuten. Von daher ist für uns auch enorm wichtig, dass die Batterietechnologie sich weiterentwickelt. Da wird ja auch viel Arbeit reingesteckt, dass man etwas längere Flugzeiten hat und so. Sachen von der Drohne aus zu machen, ist halt zusätzlich schwer. Dadurch, dass die Drohne sich selbst bewegt, kriegt man oft so Motion Blur rein und dann wird die Bildverarbeitung deutlich schwieriger. Aber gibt es natürlich auch Anwendungen, ja. Ja, links war, glaube ich, zuerst, ja. Also links von mir aus, rechts vom Publikum. Verknüpfen Sie bei dem Thema selbstfahrende Autos einmal Ihre Rekonstruktions- und Sichtweisen nachher dann aus dem System mit nachher Informationen, die Sie jetzt zum Beispiel über Android-Systeme kriegen, um nachher dann die Objekte besser erfassen zu können, dass Sie Fehler ausschließen. Sie haben einmal die optische Erkennung und auf der anderen Seite haben Sie in Anführungszeichen die elektronische Erkennung. Ja, das machen wir bisher nicht. Einfach deswegen, weil das Verfolgen von Android-Systemen ist etwas, da muss man mit Google enger zusammenarbeiten, um das hinzukriegen. Wir haben einige Kooperationen mit Google, aber nicht in der Richtung. Ja, das ist auch ein spannendes Thema. Insgesamt, da habe ich jetzt heute nicht so viel drüber gesprochen, wie ich sozusagen die Kamera als Sensor fusioniere mit anderen Sensoren, zum Beispiel Android-Erfassung, GPS, Inertialsensoren, Radar, LIDAR, was es alles gibt, Ultraschall. Es gibt sehr viele Sensoren, die im Auto Einsatz finden, sowohl Sensoren auf dem Auto als auch externe Sensoren an Straßenkreuzungen oder so. Wie man diese ganzen Sensordaten fusioniert, ist eine sehr wichtige Herausforderung. Ja. Man möchte einfach maximale Robustheit haben. Aber schon jetzt sind diese Verfahren erstaunlich robust. Das ist etwas, was in der Öffentlichkeit oft nicht erwähnt wird. Da wird dann groß propagiert, dass eben Uber
zum Beispiel eine Person totgefahren hat. Das ist durchaus bedauerlich, natürlich, aber man darf nicht unterschätzen, dass nicht übersehen, dass die aktuellen selbstfahrenden Autos schon sehr viel sicherer fahren als der durchschnittliche menschliche Fahrer. Die entsprechenden Unfälle kriegt man ja in der Öffentlichkeit alle nicht vorgeführt. Also da ist die Wahrnehmung manchmal ein bisschen verzerrt in der Öffentlichkeit, wie gut die Systeme jetzt schon sind. Und was Sie sehen müssen, ein großer Vorteil lernender Verfahren ist, dass die aus Erfahrungen lernen. Und Sie können ganz sicher sein, die Sequenz, wo das Uber-Auto die Frau totgefahren hat, die wird tausende Male durch alle neuronalen Netzsysteme durchgespielt, mit dem Ziel, dass wenn sowas Ähnliches nochmal passiert, das System dann nicht denselben Fehler zweimal macht. Und diese Fähigkeit, aus Erfahrung zu lernen, haben menschliche Fahrer nur sehr eingeschränkt. Sie können nur aus ihren eigenen Fehlern lernen, nicht aus Fehlern anderer Fahrer. Bei einem Computer ist es anders. Ein Computer lernt aus den Fehlern aller selbstfahrenden Autos. So, ich denke, da die Zeit fortgeschritten ist, machen wir noch drei kurze Fragen, kurze Antwort, wenn es geht, und dann gehen wir zum nächsten Vortrag über. Ja, schönen Dank, Professor Kremers. Mich hat auch am stärksten die 3D-Rekonstruktion aus Bewegtbild-Informationen beeindruckt. Und damit konnte ja jetzt auch schön gezeigt werden, wie etwa für den Straßenverkehr ja sozusagen 3D-Abbilder der Realwelt simuliert werden können. Völlig verstanden. Jetzt aber eher in Frage Zukunft der künstlichen Intelligenz. Es ist ja mit diesem 3D-Bild jetzt zunächst für die Maschine noch kein Weltverständnis entstanden. Richtig. Es ist ja zunächst mal nur ein nicht ontologisches Abbild in Form eines 3D-Modells da. Wie kommen Sie jetzt dazu, im Kontext mit Datenfusion etwa ontologische, semantische Informationen damit zu verknüpfen, so dass das Bilddatum auch verknüpft werden kann mit Objektbezeichner, Tisch, Stuhl, Haus, Baum, Fahrradfahrer? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das haben wir schon gemacht. Ich habe aus Zeitgründen jetzt keine Ergebnisse gezeigt. Die Art, wie Sie das machen würden, und so machen wir es auch, ist, heutzutage würden Sie die geometrischen Rekonstruktionsverfahren, die wir entwickelt haben, kombinieren mit neuronalen Netzen. Semantik würden Sie heutzutage typischerweise mit neuronalen Netzen extrahieren, weil das, platt gesagt, am besten funktioniert. Sie haben ja die Plots selber gesehen von den Fehlern oder der Genauigkeit, die ich mit Deep Learning Verfahren erziele bei der Extraktion semantischer Informationen. Und das kann man auch pixelgenau machen, also so Segmentierung, und das kann man auch im 3D-Raum machen. Und dann haben Sie die gleichen 3D-Rekonstruktionen, nur dass die Objekte, Autos, Häuser, Bäume, Straße, alles unterschiedlich farbig markiert sind. Das heißt, das funktioniert schon. Ja. So, da hinten noch, dann noch, der Tom hatte sich, glaube ich, gemeldet, und dann sollten wir zum nächsten Vortrag übergehen. Bitte. Meinst du, dass sich der Begriff der Intelligenz auch wieder verschiebt, jetzt wo ein neurales Netz Katzen erkennen kann, dass man sagt, naja, so schwierig war das doch auch nicht, dass quasi das als nicht mehr intelligent wahrgenommen wird? Und wenn ja, was ist dann der nächste Stufe für die Intelligenz? Ja, ich glaube, der Begriff Intelligenz und was man unter Intelligenz versteht, wird sich weiter verschieben. Ich muss zugeben, ich habe aufgehört, mich dafür zu interessieren. Mich interessiert nicht so sehr, wie Begriffe definiert sind, sondern eher, wie man sozusagen die Möglichkeiten weiterentwickelt zum Nutzen der Gesellschaft. Ja, ist ein bisschen jetzt eine radikale Antwort. Viele Leute wollen wissen, Herr Kremers, was ist denn die Definition von Intelligenz? Ich finde immer, man kann sich in Terminologiedefinitionen auch verlieren. Das bringt die Wissenschaft nicht immer weiter. Zumindest sagen wir mal, mein Interessenbereich an der Wissenschaft. Ich glaube, da gibt es andere Leute, die vielleicht etwas kompetenter sich auch über Definitionen Gedanken machen können, vielleicht auch über Etymologien von Begriffen Gedanken machen. Ich finde es nicht so spannend einfach als Fragestellung. Aber ich glaube, es entwickelt sich weiter und wird sich auch weiterentwickeln.
Ich hatte eine Frage zu, wie viel Angst ich jetzt quasi vor diesem System haben muss. Wie realistisch ist das oder um welche Datenmengen es geht? Sie haben gesagt, Sie können diese Rekonstruktion auf normalen Laptops machen. Das heißt, die Datenmenge muss quasi auch hinreichend klein sein, damit das eben verarbeitbar ist. Zu Anfang von Google Maps hat irgendein Politiker mal gesagt, das ist total super, wir brauchen jetzt keine Polizisten mehr, die rumlaufen, weil wir können einfach im Internet bei Google Maps nachschauen, wer wo was macht. Wenn wir jetzt Kameras in Fahrzeugen haben, die diese Rekonstruktion machen, wir haben ein relativ gutes LTE-Netz, können diese Daten irgendwie an zentralisierte Server übertragen. Wie realistisch ist es oder um welche Datenmengen handelt es sich, um tatsächlich ein Echtzeit-3D-Modell über das Internet für jeden zur Verfügung zu stellen? Also, ja. Das ist eine gute Frage, gerade wo Sie sagen, für jeden zur Verfügung stellen. Ich erlebe es immer wieder, gerade in der Öffentlichkeit, auch in der Zeitung liest man das immer wieder, mit dem Konzept künstliche Intelligenz vermischen sich sehr viele Ängste in der Öffentlichkeit, sehr viele Ängste verschiedener Art. Es ist oft ein bisschen diffus und schwer herauszukriegen, was genau die Ängste sind. Ich glaube, typisch für Deutschland ist vielleicht auch ein kulturelles Phänomen. Meiner Erfahrung nach sind Deutsche insgesamt sozusagen immer konservativer, was neue Technologien angeht. In Amerika zum Beispiel werden die mit Begeisterung aufgenommen. Hier ist immer eine Skepsis da. Vielleicht auch berechtigt durchaus. Deutschland zum Beispiel ist, glaube ich, sehr stark im Bereich Datenschutz. Ja, wo in Amerika sich manche Leute überhaupt keine Sorgen oder Gedanken machen. Die Google-Zentrale für Datenschutz ist nicht zufällig in Deutschland, in München, ja, weil die sagen, Datenschutz spielt in Deutschland eine sehr viel stärkere Rolle. Datenschutz ist eine Angst, dass sozusagen Privatsphäre öffentlich gemacht wird. Das ist zum Beispiel für uns eine große Herausforderung in der Firma. Wir dürfen zwar Daten aufnehmen, aber Gesichter dürfen nicht zu erkennen sein und Nummernschilder auch nicht. Und das heißt, wir müssen die Technologien, bevor wir sie sozusagen in den Markt bringen, müssen wir garantieren, dass das alles rausgefiltert und nicht gespeichert wird und so weiter. Das sind also wichtige Fragen, die man klären muss, aber ich bin da nicht besorgt. Ich bin zuversichtlich, dass man all diese Fragen lösen kann. Datenschutz ist ein Problem. Eine andere Angst ist immer wieder, dass künstlich intelligente Systeme die Macht über uns Menschen übernehmen. So Terminator-Fantasien kommen dann. Das halte ich für sehr abstrus, muss ich sagen. Ja, meine Erfahrung ist, wenn das System was macht, womit ich nicht zufrieden bin, das kenne ich schon, seit ich mit dem Commodore 64 angefangen habe, man schaltet den ab und bootet den neu und dann geht das schon. Aber tatsächlich könnten Sie zu der Datenmenge noch was sagen, jetzt unabhängig von der Angst, ob das realistisch ist? Durchaus realistisch, worauf wir aber sehr stark setzen, ist auf Cloud Computing. Das heißt, dass Daten in die Cloud transferiert werden und, sagen wir mal, sehr rechen- und speicherintensive Sachen in der Cloud passieren. Sprich, wenn Sie so eine Vision haben, dass Sie solche 3D-Rekonstruktionen auf allen Autos laufen lassen, dann würden diese Autos ihre Daten und Teilrekonstruktionen in die Cloud geben und dort würde ein vollständiges Modell von Deutschland entstehen, nicht auf den Einzelrechnern. Die werden das nur so weit kriegen, wie sie es für ihr Fahren benötigen. Sonst ist das einfach nicht skalierbar. Da muss man sich als Techniker genau Gedanken machen, was muss on board laufen, was kann in der Cloud laufen. Und da arbeiten wir auch sehr stark dran.